Liebe Mitchristen, wir feiern heute den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Hören wir zunächst das Evangelium dieses Sonntags. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinen Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Thomas war einer der Apostel. Er war von Jesus berufen worden, hatte ihn mehrere Jahre begleitet, war bei den Wundern, bei den Heilungen und bei den Predigten von Jesus mit dabei. Und trotzdem zweifelte er die Auferstehung von Jesus an. Was wäre wohl geschehen, wenn Jesus nach 8 Tagen nicht nochmal den Apostel Thomas erschienen wäre, um ihm seine Wundmale zu zeigen? Jesus ist es nicht egal, was Thomas denkt. Es ist ihm ein Anliegen, Thomas von seiner Auferstehung zu überzeugen. Er gibt ihm nochmal eine Chance. Papst Johannes Paul II. Hat am 22. April 2001 auf die Bitte der heiligen Schwester Faustina den zweiten Sonntag nach Ostern zum Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit bestimmt und dies mit einem Bild von Jesus verbunden. Ich denke, jeder von uns war schon auf die Nachsicht und Vergebung, eben auf die Barmherzigkeit seines Partners, seines Chefs oder Mitarbeiters, seiner Freunde oder seiner Mitmenschen angewiesen. Jeder von uns war schon einmal um eine weitere Chance froh. Beispiele für Barmherzigkeit gibt es viele. Da ist der Handwerksmeister, der seinem Lehrling trotz eines schweren Fehlers in der Arbeit nachsichtig ist. Das sind die Eltern, die ihren Kindern trotz ihren Egoismus und Nachlässigkeit immer wieder verzeihen und eine neue Chance geben. Da ist ein jahrelanger Streit in der Familie, in dem keiner mehr weiß, warum es dazu kam, bis endlich einer nachgibt und nicht mehr auf sein Recht pocht. Wie ergeht es uns selbst, wenn uns Unrecht getan wurde? Waren wir nachsichtig und barmherzig oder eher unversöhnlich und sogar unbarmherzig, weil wir in unserem Stolz uns verletzt fühlten? Barmherzig zu sein heißt, sein Herz zu öffnen und die Not anderer Menschen wahrzunehmen und entsprechend zu handeln.
Wir dürfen versichert sein, egal welche Fehler von uns begangen werden, Jesus lässt uns nie fallen, auch wenn wir zwischendrin immer wieder einmal wie Thomas an ihm zweifeln. Er hat immer ein offenes Herz für uns, darauf dürfen wir vertrauen. Barmherziger Jesus, ich vertraue auf dich. Amen. Ich wünsche Ihnen auch im Namen von Pfarrer Mahl Gesundheit und Gottes Segen. Und so segne Sie und Ihre Familien der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.